So, da bin ich wieder zurück zum Rennen in Japan, Part 44. Und jetzt wollen wir die E-Mails nochmal durchgucken, aber haben wir ja schon. News, ist nichts Neues. Hier ist die Gesamtwertung. Ich will mal gerne gucken, wo ist der Schumacher? Der Schumacher 42 Punkte nur. Egal. So. Die Renneinstellungen sind alle so geblieben. Vertrag hat sich auch nichts geändert. Da können wir jetzt ja los. Zum Grand Prix von Japan in Suzuka. Ich werde mich jetzt versuchen, auf jeden Fall zu bessern, dass ich wenigstens mal ins Ziel komme. Oder mal wieder ins Ziel komme. Das letzte Rennen war ja nicht so besonders. Und die Strecke mag ich eigentlich auch nicht. Eigentlich. Aber mal gucken, vielleicht liegt sie mir ja doch mit dem Mercedes besser. Bin mal gespannt. Und hoffentlich lädt er jetzt mal. Ja, gut. Und es regnet. Oder soll regnen. Oder es regnet schon. Ja, ist in Ordnung. Okay. Will ich aber trotzdem mal eben gucken. Wartet mal. So. Sonnig und am Rennen soll es auch regnen. Nee, boah. Will ich aber trotzdem jetzt mal das Setup so anstellen. So. Ja, hoch. So, dann wäre das. Das so. Dann hier so und da. Dann Getriebe 136, 168, 200, 233. 367, 304 und 336, okay. Sprit nehme ich mal wieder 12, 13 Runden mal mit. Hier so. So. 0, 12, ja. Und 0, 41. So. Jetzt werde ich jetzt mal speichern. Das ist ein Trocken-Setup. Aber es dürfte trotzdem. Das ist ja nicht unbedingt auf jetzt auf Geschwindigkeit ausgerichtet, sondern auch auf Beschleunigung. Ich bin mal gespannt. Dann muss ich halt was ändern noch. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Ja, Regen, ja. Und machen wir jetzt mal Ziel FE. Setze deine Bremsen während mehr als 6% einer fliegenden Runde ein, und bleibe dabei unter der vorgegebenen Zeit. Okay. 6% mehr. Mal gucken. Im heutigen Test prüfen wir das Bremskühlsystem. Fahr raus und bremst während der gesamten Testdistanz nicht mehr als vorgegeben. Aber bleib dennoch unter der vorgegebenen Zeit. Oh, das Setup scheint gut zu sein. Okay, oder auch nicht. So, also mehr als 6% soll ich ja machen, okay. Ja, das sieht schon mal nicht so gut aus. Unter 1,53, das wird schwer. Allein noch in Regenwetter schwer. Boah, wird richtig schwer. Und ich habe ja nur eine Runde. Kann ich schon nicht schaffen.
Jedenfalls ziehe ich jetzt erstmal den Glock weg. Ne, wird nix. Bin Platz 4, du Vogel. Den kann man mit bestimmt auch in Regen schaffen, die Zeit. Versuche mich jetzt erstmal an das Wetter hier zu gewöhnen. So. Aber sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Okay, da sollte ich dann nicht herfahren. Das ist nämlich nicht die Strecke. Jetzt mal ein bisschen Curse hier einsetzen. So. Es schüttelt ja wie aus Eimern hier. Wird auf jeden Fall schwer mit diesem Setup hier in Regen zu fahren. Da müsste ich mir eventuell noch eins raussuchen. Für Regen. Auf jeden Fall wird das hier schon mal ein bisschen schneller. Boah. Das war eine ziemlich gute Zeit. Du bist jetzt auf dem 5. Platz. Ziemlich gut, will ich nicht sagen. Ich meine, Ordnung. Erstmal. So. Ich hoffe mal, dass es noch trocken wird. Im Laufe des Trainings. Damit ich noch ein bisschen mit Trockenreifen testen kann. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. So. Jetzt kam da gerade das Heck dann auf einmal. So, auf jeden Fall kann ich mich schon mal vor den Glock halten. Oder ist er auch schneller fahren als er. Langsam sieht man ja auch schon einigermaßen eine Spur. Er fährt auf jeden Fall nicht so schnell wie ich. Der Glock. Schon wieder 1,5 Sekunden schneller. So. Starke Rundenzeit. Das bedeutet den 6. Platz in dieser Session. Ja, ist ja in Ordnung.
glaube, hier wird es jetzt für euch ein bisschen mehr Action im Training geben, also mehr Zeit, wo ihr gucken könnt, als normal, weil ich ein bisschen üben will oder wollte. So. Natürlich dann nicht in der Mauer fahren. Die Runde wird schon mal nix. Die ist schon mal kaputt, die Runde. Oh. Ja. Das war's jetzt dann erstmal. Wieder mal. So, wenn ich jetzt... Wie, die fahren schon 46. Ist also trocken. Ich guck mal. Hochbetrieb. Ich lasse noch mal ein bisschen Zeit vorspulen. Also so ungefähr, dass es dann bei 25 Minuten oder sowas ist. Und dann werde ich mal gucken. So, das sieht doch schon mal wieder gut aus. Machen wir Ziel FE. Ja, wollen wir das mal machen. Und es ist noch nass. Aber es könnte gehen. Nein, könnte es nicht. Nein, könnte es nicht. Habe ich jetzt festgestellt. Hey, ja, hey. Was ist los, Junge? Nee, ich nehme keine neuen Intermediates. Ich nehme die. Ziel FE. Ja. Versuchen wir es jetzt nochmal. Ich dachte, es wäre trocken, aber ist es doch nicht. Denk dran, dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Ja, ist ja in Ordnung. Wollen wir eben mal die 1,53 da knacken, ey. Aber irgendwie kommt das Heck immer. Als würde es hinten überbremsen. Du liegst in den Sektoren 1 und 2 hinter der Westseite. Ja, ist ja in Ordnung. So, es wird nichts mitten am besten, ich will aber eigentlich auch nur die Zeit da schlagen. So. Damit ich das kriege, was da mir dann gegeben wird. Ja. Ich bin froh, wenn es wieder trocken ist. So. Jetzt geht's weiter hier. Guck, das schaffe ich locker nicht, ey. Fahren sie erstmal unter mir durch. Komm! Nein!
Scheiße, Mann. Knapp nicht geschafft. Wie der Schuhmacher da schwimmt, ey. Nee, keine Chance. Scheiße, jetzt da drauf. Ah, härtere. Ja. Und jetzt ein bisschen warten. Jetzt ein paar Minuten gehe ich ja nochmal raus. Also nicht die letzten, ab den letzten 10 Minuten ab. Keine Chance, ey. Den Setup. Also im Regen nicht. Im Trocknen schon. Ich muss wirklich hoffen, dass es trocken wird. So. Fahren wir mal auf die Strecke. Hoppala. Einige Fahrer legen auf Intermediate ziemlich gute Zeiten hin. Du solltest jetzt auch wechseln. Ja, ja, halt die Fresse. Versuch's jetzt mit den härteren. Du liegst in allen drei Sektoren hinter der... Ja, ist ja in Ordnung. Brauchst du mir das nicht immer sagen. Boah. Nee, 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 keine Chance. So. Werde jetzt aber auch keine Intermediates fahren, weil ich die nämlich fürs Rennen dann brauche. Also keine neuen. Kein Halt mit diesen Reifen. Ist ja auch klar, es regnet ja. Und da geht's ab. Ja. Keine Chance. Keine Chance. Versuch's doch nochmal mit den Inters. Eben zwar auch nicht besser, aber Ziel FE auch nochmal. Ich versuch's jetzt noch einmal. Wenn es klappt, dann klappt's. Wenn nicht, dann klappt's eben nicht. Noch 5 Minuten. 5 Minuten noch? Gut, das könnte noch klappen. Also noch irgendwas ordentlich ins Schmetter. Es wird auch nicht trockener, ey. So. Wollen wir nochmal alles versuchen? So. Ey, was soll der Scheiß? Ganz ehrlich. Was soll der Scheiß? Das Heck da immer nach hinten kommt, ey. Also, das Heck immer kommt.
nicht wahr, ey. So. Auch wenn man das die Zeit in Ordnung ist. Noch 3 Minuten. Das konnte doch jetzt knapp. Ja, das klappt. Oder? Jawohl! Damit können wir das Auto einen großen Schritt vorwärts. Endlich. Dankeschön. Mit weiten Abstand letzter zwar ich. Aber dafür setze ich, dass es im Rennen nicht die ganze Zeit regnet. Also setze ich darauf. Ich hoffe darauf. Was nämlich, wenn ich dann Trockenreifen drauf habe und die noch mit dem Regen-Setup da rumgucken, dass ich dann die richtig erstmal nass mache. Egal jetzt. Hab das geschafft, was ich sollte. Diesen Scheiß hier. 24 ist ja egal. Macht nix. Macht gar nichts, weil die wahrscheinlich eine Trockenphase hatten und dadurch dann so abziehen konnten. Also dass es kurzzeitig mal trocken war und die dann mit Trockenreifen da rumfahren konnten, gehe ich mal von aus. Jawohl, wenigstens jetzt trockener. 15 oder besser. So, aber das war's jetzt wieder fürs Training. Wir sehen uns dann im nächsten Part in den Qualifying. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also, bis dann. Haut rein und tschaußen.